Hey Leute, der hier zurück mit Flieger grüßen wir die Sonderwochen bei Els. Und ihr seht, wir spielen 1943 mit irgendeinem Schnörkel hinten dran. Ich kann kein Japanisch, ich habe keine Ahnung. The Battle of Midway. Push Start. Klassischer von oben Gedöns-Shooter. Wir spielen den Doppeldecker, okay. Scheiße. Wir gehen ja gleich in die Fullen. Okay. Das ist ja mal heftigst. Heute läuft ja sowas unter Bullhead. Hell Shooter. Ich hab das leider noch nie vorher gezockt. Ich weiß nicht, ob das an dem japanischen Zeichen liegt. So, das ist doch schön, dass man gleich mit dem Upgrade startet hier. Mit so einem bösen vor allen Dingen noch dazu. Also, ich bin hier gerade nicht überfordert. Gut, das heißt bei solchen Arten von Spielen gar nichts. Visual contact with first wave forces. Weil der kam hier nicht. Aber da könnte man aus seinem Bus kommt. Der Paddy ist da. Okay, es passt halt jetzt meine Ex. Ehrliche Steuerung muss ich echt zugeben. Spielt sich echt super. Ich wette mal, ich schenke mir die 1943, die ist nämlich auch hier und der Sammel, wenn ich das dann spielen will. Wenn wir die normalen spielen, um zu testen, das ist jetzt tatsächlich hier erstmal einfach mal ausprobiert. Okay, hier machen wir gerade Flugzeugträger platt, also 1942 habe ich irgendwann mal vor 1000 Jahren gespielt. Wird kaputt gemacht. Naja. Ah, wie ist ein schönes Komplettbild. 3 Minuten, ich glaube, zweiten Level geben wir uns noch ein bisschen leicht kurz für so ein Video, oder? So. Der Mühl mal los mit deiner Mühle. Wahrscheinlich. Ah, Ayako, das ist wahrscheinlich der Name von dem Flugzeugträger, den wir wegmöbeln müssen. Oh, das ist nice. Einfach ein bisschen so prall, aber Steuerung ist halt auch nicht gut. Ich hab Zeit. Ah, das ist mir eigentlich tatsächlich am liebsten gewesen, okay. Mit Streuung und relativ schnell. Dies macht Gaudi. Ich würde ja sagen, ich kann's noch, aber nee, das ist so nicht mehr, das ist ein bisschen leicht. Okay. Null Leute. Ich muss ein bisschen ausweichen. Das war's aber. Aber die lassen auch relativ wenig Kugeln ab. Und man kann die Schüsse scheinbar auch abwehren. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Waffe nicht dichter hat. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist ein Stern.
Okay, wenn ich jetzt die Kugeln ohne abballern kann, dann brauche ich echt gar keinen Wammel. Hier noch ein bisschen Blitz. Okay. Fette Herausforderung. Es muss an der Version liegen. Ich habe keine Ahnung. Aber das soll es auch reichen mit diesem tollen Abschlussbild. Verabschiede ich mich. Und sag, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.